Heute habe ich den letzten Lauf als Vorbereitung auf die Universiade in Südkorea. Ich bin auf den Platz gekommen, habe mich gut gefühlt. Ich habe gesehen, okay, es ist recht windig heute. Sprich, muss dann unterwegs ein bisschen alles anpassen. Und wir haben eigentlich aus dem Training heraus noch etwas ein bisschen ausprobieren, experimentieren heute. Also eigentlich zwei Aufgaben aufs Mal. Bin eigentlich gut ins Rennen gestartet. Ich konnte es durchheben bis so in der Hälfte. Und nachher ist halt einfach der Wind gekommen, Ausgangskurve. Das ist immer ein schwierig, wenn du sonst schon mehr die Beine hast, noch mit dem Wind. Ist dann nicht so einfach, um noch den Schritt anzupassen. Hätte ich besser können lösen, als ich es gemacht habe. Schlussendlich ist aber eigentlich ist es ein okay Lauf gewesen. Also als Vorbereitung denke ich, glaubt es etwas. Ich freue mich jetzt eigentlich, nächste Woche fliegen wir ab und dann bin ich gespannt, wie es ist. Erste Universiade, zweite grosse internationale Einsatz. Jetzt im Vorfeld noch schwierig zu abschätzen, was das Ziel ist. Kommt immer darauf an, wer alles vertreten ist. Aber Halbfinale ist sicher das Minimum, sofern es drei Runden gibt. Ja, und natürlich einfach auch noch Erfahrungen sammeln auf diesem Niveau. Und Spass haben.